Konzept. Hier mal eine Klasse Parameter Motivation. Mit einer Funktion Fakultät von 3, die berechnet die Fakultät von 3. Hier wird eine Zahl mit 3 initialisiert und ein Ergebnis mit 1. Dann wird die Vorschleife durchlaufen von 2 bis Zahl, also 2 bis 3. Und das Ergebnis wird jeweils erhöht und das Ergebnis mal Zähler. Also wird hier berechnet 1 mal 2 mal 3. Und das Ergebnis wird zurückgeliefert. Relativ analog funktioniert diese Prozedur bzw. diese Funktion Fakultät von 6. Der Source Code ist exakt identisch, bis auf eine Stelle, Zahl wird nicht mit 3, sondern mit 6 initialisiert. Und wenn ich jetzt eine Main-Prozedur habe, könnte ich hier beispielsweise int also 6 über 3 berechnen, hier abspeichern und dann irgendwas damit machen. Das ist hier aber nicht so wichtig. Und kann dann aufrufen, Fakultät von 6 durch Fakultät von 3, nämlich 6 minus 3 ist 3, mal Fakultät von 3. Das berechnen wir mir den Wert 6 über 3.